Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile 207. Tourismusfrühstück und kurz vor Ende des Januars alle diejenigen von Ihnen, die ich noch nicht gesehen habe, wünsche ich ein schönes und gesundes Restjahr. Ich denke, heute ist so fast der letzte Tag, an dem man das noch wünschen kann. Der erste Monat schon fast vergangen. Wir haben die Zahlen vom November. Ich hatte schon vor einiger Zeit gesagt, wir werden so knapp vor 3,4 Millionen Übernachtungsgästen durchs Ziel kommen mit einem neuen Rekord. Und ich hatte vor, ich glaube, 2 Jahren gesagt, dass wir so perspektivisch Mittelfristziel 3,5 Millionen, hatte ich so an 3 bis 5 Jahre vielleicht gedacht. Das haben wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr. Also wird das gut 2 Jahre dann gedauert haben, nachdem wir ja letztes Jahr das erste Mal die 3-Millionen-Schallmauer durchbrochen haben. Thema heute, Leipzig und seine Gastronomie, ein touristisches Erlebnis. Da kann man sagen, auf jeden Fall. Und dann kann man das Tourismusfrühstück fast schon beenden. Aber ich denke, dass die Gäste da verschiedene Meinungen haben, die sie mit uns austauschen werden. Und ich darf übergeben an unseren geschätzten Moderator Dr. Heinker, der uns die Gäste noch mal vorstellt und in bewährter Art und Weise durchs Programm führen wird. Lieber Herr Dr. Heinker, das Mikrofon ist bei Ihnen. Gut. Vielen Dank, Herr Bremer. Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 207. Leipziger Tourismusfrühstück. Und als Andreas Schmidt und ich die Köpfe zusammengesteckt haben, was als nächstes Thema kommt, waren wir ganz schnell bei dem Thema. Jeder, der regelmäßig hierher kommt, weiß, das haben wir schon einige Male behandelt, aber man muss ja nur in die Zeitung schauen, in die heutige LVZ, um zu sehen, es ist Bewegung in der Branche, ob die uns nun schmeckt oder nicht. Vieles, was wir kennen, was wir schätzen, woran wir uns in gewisser Weise auch gewöhnt haben, verschwindet. Viel Neues kommt, natürlich bevorzugt in der Innenstadt. Und es ist also eine Branche in Bewegung. Sie bietet zweifellos für jeden Geschmack etwas. Aber wir sollten doch die Frage vertiefen, wo wir mit der Leipziger Gastronomie insgesamt stehen, also auch die Vergleiche ziehen, weil wir sie unter touristischen Aspekt behandeln, also nicht bloß unter dem Aspekt, was die Leipziger drüber denken und was ihnen schmeckt. Wir diskutieren das in bewährter Weise hier oben und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dominik Prähler. Er kommt von der Blues Agency, das ist der Organisator von Honky Tonk, also direkt sofort Kneipen fixiert. Aber es kommt ja noch was, das werden wir dann in der Diskussion sicherlich vertiefen, nämlich das neue Festival, was wir da haben, das Koch Kunstfest Leipzig, nicht durchgekoppelt, sondern diese 4 Worte, bereits im April, also das Jahr läuft ja wieder im üblichen Tempo, das wird also schon bald sein, das werden wir genauer erfahren, was das ist. Willkommen, Herr Prähler. Herr Bremer, Geschäftsführer Leipzig Tourismus Marketing GmbH, ganz herzlich willkommen. Herr Dietrich Enk, neben Herrn Prähler, er ist der Geschäftsführer, beziehungsweise der Inhaber von Enk Leipzig GmbH, in einem ganz geschätzten Segment der Leipziger Gastronomie, was es sich unbedingt lohnt, näher anzuschauen. Herr Dr. Kausch, 2 Plätze rechts neben mir, Fachleiter in der Susanna-Eger-Schule, immerhin die zweitälteste Hotelfachschule in Deutschland. Herr Kausch, wir warten eigentlich schneller. Heidelberg, du lieber Himmel, ich habe gedacht, mein Gott, ist das wahr, dass mal jemand schneller war als Leipzig, aber gut, Heidelberg, naja gut, jetzt wissen wir es. Petra Mewis neben mir, die geschätzte Gastrokritikerin in vielen, vielen Medien in unserer Stadt und überregional. Liebe Petra, ich lese immer gern, was du schreibst, wenn es um den Feinschmecker geht, also dass dort auch, ja, ist nicht mehr so häufig wie früher, aber da können wir ja auch mal drüber sprechen, warum das so ist, also dass auch die bundesweite Bekanntschaft gesichert ist. Und direkt links neben mir Holm Rätsch, der HOGA Sachsen Regionalverband Leipzig. Willkommen, Herr Rätsch.
So, eins muss ich noch sagen, hier vorne in der ersten Reihe sind sehr viele gastroaffine Leipziger, die da Platz genommen haben, die wir eingeladen haben. Und ich darf zu Kerstin Decker von der LVZ, zu Frau Lange als Projektdirektorin von Isgut von der Leipziger Messe, zu den Geschäftsführern vom Ratskeller, zu der Frau Zekert von der Grostitzer Brauerei, alle hier vorne sitzen. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, das können Sie gerne machen. Wir haben allerdings zu dieser frühen Stunde hier nur eine einzige Position auf der Karte und das ist das Mikrofon. Und das können Sie also gern sich bestellen und sich an der Diskussion beteiligen, was uns sehr freuen würde. Die Einladung geht wie immer auch an alle anderen. Und denken Sie bitte dran, wir haben eine Schließzeit fürs Tourismusfrühstück, lautet 10.30 Uhr. Also bitte nicht erst, wenn Sie eine Frage auf dem Herzen haben, 10.28 Uhr hier ins Rennen gehen, dann haben wir herzlich wenig Zeit, das Ganze noch zu beantworten. So, damit sind die Regularien klar und wir steigen direkt ein. Ich fange an mit Frau Mewis. Frau Mewis, wie sieht denn das eigentlich aus bei den verbreiteten Leipziger Ringen um Position, was wir da sind? Kunststadt, Bachstadt, Autostadt, hat jemand eigentlich mal die Ambition gehabt, dass wir auch eine führende Gastronomiestadt sind? Naja, wir wollen ja in allem führend immer sein, ja. Aber so genau definiert worden ist das bisher noch nicht. Also als führend, als Gastronomiestadt. Die Gastronomie ist immer begleitend, ja, und die kann irgendwie auch nur mitgehen, sage ich mal. So stark wie eine Stadt ist und so stark wie sie ihre Köche, ihre Gastronomen, ihre Kellner schätzt, so stark kann auch die Gastronomie sein. Und was heißt das für Leipzig? Mittelfeld, Spitzenklasse, Aufholprozess? Nee, also Mittelfeld weit vorn, würde ich mal sagen. Mittelfeld weit vorn. Wir haben ja hier sogar, muss ich wirklich sagen, sogar ein Zwei-Sterne-Restaurant. Wir haben ein Restaurant mit einem Stern. Wir haben auch eine ganze Reihe von sehr guten Restaurants, die gar nicht nach den Sternen greifen wollen, sondern die sagen, wir machen unseren Stil und ist egal, ob da Tester kommen oder was die vergeben. Wir sind gut dabei, würde ich sagen. Gerade wenn man jetzt mal so in Mitteldeutschland ansieht. Aber warum greifen denn einige nicht nach den Sternen? Wollen die nicht so enden wie Bocuse, der dann einfach in große seelische Nöte gerät, wenn sich der Erfolg nicht mehr einstellt oder das nicht mehr gewürdigt wird? Also wenn ich das mal von meiner Warte aussehe, wahrscheinlich kann der Herr Enk sogar da noch detaillierter was zu sagen. Man braucht für so ein Sterne-Lokal nicht nur das nötige Personal, man braucht vor allem auch jeden Tag, an dem man geöffnet hat, die Gäste, die bereit sind, diese Leistung, die nicht von irgendwo herkommt, sondern die sehr filigran ist und die sehr aufwendig ist. Also man braucht einfach genügend Gäste, die dieses Lokal mittragen. Ja, man kann nicht einfach ein Lokal öffnen und sagen, wir sind hier die Besten und wir wollen jetzt unbedingt Sterne oder Kochlöffel oder Schiffchen, gibt es ja auch, ja, Mützen, Kochmützen, alles sowas. Man braucht die Gäste, die das mittragen und die halt jeden Tag bereit sind, diese besondere, ganz besondere Leistung auch zu honorieren. Danke. Nun kennen wir den Maßstab und nun möge jeder überprüfen, wo Leipzig da steht. Herr Bremer, was ich Sie gerne fragen würde, Sie erzählen uns ja bei Ihren vielen auswärtigen Terminen, die Sie haben, immer mit Begeisterung, wie Ihre Kollegen in anderen Städten, in anderen Regionen, anderen Destinationen sich freuen und begeistert über Leipzig sprechen. Hören Sie auch bei allem, was an Reflex kommt auf die Leipziger Position im Tourismus, manchmal eine gastronomische Position, dass da gesagt wird, Mensch, Herr Bremer, Sie kommen aus Leipzig, da kenne ich doch das Restaurant und das finde ich ganz wunderbar. Oder sind es eher andere Merkmale, die genannt werden für unsere Stadt? Ja, ich denke, die Gastronomie ist ungeheuer vielschichtig. Also wir haben wirklich ja von Traditionshäusern wie Auerbachs Keller über Szene-Gastronomen, die vor wenigen Jahren erst gekommen sind, mit großem Erfolg durchstarten. Wir haben in unseren Kneipen Meilen, ob das Karl-Heine-Straße ist, als Beispiel immer mal wieder auch neue Restaurants, die man entdecken kann, die auch die Touristen entdecken. Und es ist, ich sag mal, über viele, viele Jahrzehnte immer ein Phänomen, dass Restaurants halt kommen und gehen. Man muss mit dem Markt, man muss sich auf den Markt halt einlassen, man muss seine Zielgruppe immer wieder neu bedienen, man muss sich auch immer wieder dann kreativen Wettbewerbsbereichen stellen, die dann vielleicht ein ähnliches Konzept haben, vielleicht
schicker ausgestattet und. Da sind vielgeschichtige, vielgestaltige Probleme, die man in der Gastronomie auch hat und häufig dann auch mit einem Investitionsvolumen verbunden sind, wofür sich viele Gastronomen auch gar keine Gedanken machen und aber dann letztendlich ihr Geschäft nicht weiterführen. Nochmal zum Ausgangspunkt. Wird jetzt außerhalb bei den vielen Gesprächen, die Sie da führen, wird da irgendwann mal reflektiert, dass eine bestimmte gastronomische Einrichtung in Leipzig Ihnen genannt wird und sagt, Mensch, Herr Bremer, ein Glück, dass Sie die haben in Ihrer Stadt, dass Sie damit touristisch punkten können. Naja, es fällt auch schon mal der Name Falco, den viele auch so vom Hörensagen kennen. Ich glaube nicht, dass jeder, der dann sagt, na, ihr habt da ja so ein tolles Restaurant mit einem, zumindest so wie er sich vermarktet, ja, innovativen Koch, der auch gleichzeitig ein cooler Typ zu sein scheint, den man so ein bisschen wahrgenommen hat. Darauf wird man mal angesprochen und natürlich, was ich sagte, ja, einige kennen dann noch Auerbachs Keller und viele waren dann irgendwie bei einem sehr guten Italiener oder wo auch immer, wo man den Namen dann schon teilweise gar nicht weiß. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, oder sie waren mal im Bayerischen Bahnhof mit der Firma, wo man dann gesagt hat, Mensch, die hatten ja tolles Bier oder waren im Ratskeller und haben irgendwie nach einem Kongress eine tolle Veranstaltung dort noch gemacht oder waren bei Porsche draußen, das ist ja dann in dem Moment auch wieder Gastronomie. Also was ich sagte, das sind wirklich vielschichtige Beispiele. Es gibt ja nicht die Gastronomie, es fängt ja an von der gastronomischen Versorgung aus einem Imbiss oder den Salat vom Bäcker geholt bis in die Zwei-Sterne-Gastronomie hinein. Sehr schön. Ich glaube, da haben Sie nochmal die ganze Spanne vorgegeben. Die Kneipen haben wir immer mit im Hinterkopf, denken auch an Falco, auch wenn sicherlich die Masse aller, die heute hier versammelt sind, die Kneipen eher frequentieren werden als den Falco. Herr Enk, wie hart ist denn der Auswahl-Ausleseprozess in der Leipziger Gastronomie? Für die Mitarbeiter, für die Inhaber, für die Gäste, wer liest aus, wen meinen Sie? Das sage ich Ihnen als Ökonom der Markt. Das ist immer so dieses Totschlagsargument. Der Markt liest immer aus. Der Markt, ja. Also ich denke, dass unsere Beobachtung ist, beziehungsweise direkte Erfahrung ist, dass der Markt eigentlich ziemlich breit ist. Es gibt also in meinen Augen ein ziemlich hohes Bedürfnis an individueller, qualitativer Gastronomie und das auch in allen Schichten. Sie haben eigentlich alle Destinations, die mir jetzt auch eingefallen wären, schon angesprochen, mit der Karl-Heine-Straße, Herr Bremer, oder den Kneipenmeilen, die sich auch immer mehr vom Zentrum wegbewegen, in die Bezirke und in die Stadtgebiete, die sich auch unterschiedlichst individuell entwickeln. Leipzig trägt da immer das Kreativthema auch so ein bisschen vor sich her und das entschuldigt ja auch viel. Kreativ kann ja auch mal eine Ausstattung sein, wo man sich eben nicht komplett verschuldet hat. Ja, das sieht man ja auch gerade in den Randbezirken, dass da viel entsteht, nicht nur in den Randbezirken, auch in der Innenstadt ist das auch ein Trend oder eine Sache, die entsteht, dass man mehr wirklich auf die direkten Inhalte setzt, auf das konkrete Angebot, auf die Produktspezifikation. Ich merke auch, dass diese gemischten Speisekarten immer mehr verschwinden und sich eigentlich doch immer mehr die direkte Länderküche oder das regionale Thema auch durchsetzt. Also ich bin jetzt im 20. Jahr selbstständiger Gastronom in Leipzig und kann mich noch an meine erste Speisekarte in meinem ersten Lokal erinnern, wo ich also von der Roulade mit Rotkohl bis zum Hirschtartar mit Mangosoße versucht habe, den Bogen zu spannen, um einfach wahnsinnig viele Leute zu erreichen, weil die Leute eben auch noch nicht so breit gestreut waren. Wir haben jetzt, denke ich, eine breite Nachfrage. Die Kunden, die Gäste, die Touristen, auch die Leipziger können deutlich besser auswählen als vor 20, aber auch als vor 10 Jahren, in welche Spezifizierung oder auch welche Ernährungsform sie selber wünschen. Da ist auch viel passiert in der Öffentlichkeit, dass Leute also gezielt bestimmte ethnische oder ethische oder diätetische Ernährung wünschen und da natürlich auch ihre Länderküche oder ihre Spezialität, ihr Lokal oder eben auch ihren Imbiss oder ihren Fleischer mit Sonderverkauf, Snackverkauf auswählen. Von daher denke ich, dass der Markt ziemlich breit ist und am Endeffekt wird immer die Qualität entscheiden, wie es weitergeht für den Einzelnen.
So, mal um die Frage wieder zurückzuspielen, die Sie mir gestellt haben. Sie haben sich über das, was Sie geschildert haben, jetzt auch mit konkreten Gerichten, die auf der Karte gestanden haben, eine gefestigte Marktposition erarbeitet. Na, hoffentlich. Das kann morgen vorbei sein, wenn da mal was nicht in Ordnung war. Aber Sie spielen vielleicht darauf an oder Sie stellen vielleicht die Frage oder ich nehme mal die Frage in die Richtung auf, dass das auch in unserer oder in meiner persönlichen Entwicklung auch als Koch, ich bin ja auch gelernter Koch und habe da einfach auch meine Vorstellung und meine Erfahrung gemacht und als Koch wird man auch, ist man immer beeinflusst von Berufskollegen und von Trends und von Sachen, die man irgendwo erlebt, ob das Urlaub, Dienstreise oder Begegnungen einfach mit Gästen ist, die ihre Sachen widerspiegeln. Und bei mir spielt auch viel eine Rolle, dass ich mich seit 5, 6 Jahren auch sehr viel ländlich bewege. Also ich habe auch viel im ländlichen Raum zu tun, dass ich da direkt mit Direkterzeugern und mit Betrieben mich auseinandersetze, die nicht in erster Linie Bio machen, aber die im Grunde überschaubare Familienbetriebe sind und Produkte, die wir einkaufen, Rohprodukte von Fleisch, von Geflügel, von Eiern, Gemüse, Bäckereien, mich damit verstärkt befasse und das auch versuche, stärker in die Stadt zu bringen und auch mehr zu meinen Berufskollegen bzw. zu meinen Mitarbeitern, zu unseren Köchen, dass die auch wieder mehr direkten Bezug zu Rohlebensmitteln bekommen. Und ja, und das zahlt sich auch aus und das spiegelt sich ein bisschen wieder in dieser Positionierung, dass wir natürlich schon eine starke Regionalität im Produkt haben, aber dieser Blick, den man eigentlich als gebürtiger Leipziger immer hat, dass man sich so, wir haben es ja gerade bei der Eröffnungsfrage auch angesprochen, wir wollen immer Erste sein, wir wollen die ganze Welt kennen und bei uns ist immer die Welt zu Gast, mal mehr und mal weniger erfolgreich, je nach Jahrzehnt, was die Messe anbelangt und die Zugriffe, aber das ist natürlich einfach so ein Blick über den Tellerrand, der immer da ist. Und der interpretiert sich dann auch oder fließt eben auch ein in die Position, die wir in unseren Restaurants haben, also im Max Enk hier gleich um die Ecke, was ich in den letzten 6 Jahren etablieren konnte, durchaus als ein Lokal, was im starken Maße lokale Basisprodukte hat, auch traditionelle Küche bedient, allerdings nicht tradiert, also schon auch innovativ. Ja. Gut, schönen Dank. Damit haben Sie das nochmal sehr schön beschrieben. Wir kommen da nochmal drauf zurück, wie das Ganze ankommt in diesem Jahresverlauf, der wir nun mal drin haben, bei verschiedenen touristischen Ereignissen. Herr Breller, Kneipenszene und Honky-Tonk speziell. Ist das eigentlich so der sehr sympathische touristische Mitnahmeartikel, den Gäste gern genießen, die in der Stadt sind? Oder ist das auch ein Ereignis, das es einen Reiseanlass schafft, also wegen Honky-Tonk nach Leipzig zu kommen? Naja, ich glaube irgendwie, dass Leute jetzt direkt wegen des Honky-Tonks kommen, gibt es bestimmt vielleicht den einen oder anderen, der das kennt. Wir sehen das Honky-Tonk hier in Leipzig dann doch eher so eine Veranstaltung für eigentlich die Leipziger, die da sind. Und wir legen es ja eigentlich auch in einen Zeitraum Ende März, der jetzt nicht unbedingt so zu den Hochzeiten des Tourismus gehört, also wo nicht so viele Leute da sind. Aber klar, irgendwie, wir bekommen ja auch immer mal wieder irgendwie Schreiben von Gästen, die halt zufällig zum Honky-Tonk da waren und fanden das ganz toll. Ich denke aber irgendwie wirklich, dass viele Leute auch schon wegen der Kneipenszene kommen. Also wir veranstalten das Honky-Tonk ja noch in 30 anderen Städten. Da hat man natürlich auch viele Gespräche mit anderen Gastronomen oder Leuten aus anderen Städten, und viele, die auch Leipzig mal besucht haben, die halt alle von der Barfußgasse schwärmen, weil sie sagen, sowas Abgefahrenes irgendwie gibt es in vielen anderen Städten nicht. Weil klar, irgendwie sowas, was sich jeder, der sich das mal irgendwie an einem warmen Sommerabend angeschaut hat, ja, hat schon was, wer es mag irgendwie so. Aber ich glaube, dass es schon viele Leute gibt, die sagen, Mensch, daran habe ich mich erinnert irgendwie. Ich kenne das auch so aus dem Fußballumfeld, wo die Leute schon sagen, ja, das ist schon eine schöne Kneipenmeile. Und ich glaube, deswegen sagen die Leute auch, okay, kann man immer mal wieder nach Leipzig kommen. Herr Kausch, welche Leute brauchen wir, um die Gastronomie in Leipzig weiterzuentwickeln? Wenn man die ganzen Trends sieht in der gesamten Breite der Gastronomie, könnte man ja den Eindruck kriegen, es wird, abgesehen von dem, was Herr Enk hier gerade geschildert hat, wo die regionalen Bezüge gesucht werden, also praktisch wieder
ein Alleinstellungsmerkmal versucht werden zu entwickeln, wird ja vieles standardisiert, vieles wird genormt. Welche Leute braucht die Gastronomie und wen bilden Sie aus? Vielleicht noch ein Wort zur Susanne Eger-Schule. Unsere Hauptaufgabe ist natürlich die Ausbildung von Lehrlingen in den Berufen Koch, Restaurantfachmann und so weiter. Die Hotelfachschule, ich sage es mal so, ist nur das Sahnehäubchen dann obendrauf. Also wir sind wirklich auch diejenigen, die für die Gastronomen, die Mitarbeiter an der Basis letzten Endes bereitstellen. Das ist ja kein Geheimnis, welche Mitarbeiter die Gastronomie braucht. Da brauchen wir sich nur mal die Stellenanzeigen angucken. Alle wünschen sich motivierte, flexible Mitarbeiter mit soliden Fachkenntnissen und Kompetenzen. Das wünscht sich jeder. Das Problem wird natürlich immer mehr, wo kommen die her? Das heißt, wir haben ja wirklich hier auch ein gewisses Problem. Ich denke mal wirklich, Leipzigs Stärke in der Gastronomie lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Eine unglaubliche Angebotsvielfalt und eine unwahrscheinliche Dynamik. Es kommen ja auch immer wieder neue Betriebe und wenn man also 5 Jahre nicht hier war, kann man neu entdecken. Und da braucht man natürlich auch die Mitarbeiter, die in der Lage sind, solche Entwicklungen mitzumachen, zu reagieren, vielleicht selber kreativ und innovativ zu sein. Und diese Mitarbeiter, die versuchen wir natürlich in unserer Schule, soweit das möglich ist, auch ein bisschen heranzuführen. Ein Problem dabei ist, das können wir als Schule im Grunde genommen gar nicht mehr alleine machen, sondern ich denke mal, es wird ganz, ganz wichtig, dass die Branche und die Schule sich viel stärker auch verzahnen, weil Lehrpläne und Ähnliches in 3 Jahren, wo man vielleicht 120 Wochen Unterricht haben, gar nicht mehr in der Lage ist, auch diese Vielfalt und Dynamik abzubilden. Das heißt, wir brauchen auch begleitend zur Schule ein System, wo ich spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten vermittle, wo Branchenverbände, wer auch immer, Lieferanten und unsere Schule gemeinsam dann an solchen Kompetenzen arbeiten können, ganz gezielt zu bestimmten Themen. Ich greife mal eins raus, Kaffee. Vor 20 Jahren war Kaffee eine Tasse Kaffee. Heute gibt es, was weiß ich, 120 Sorten und x-tausend Sorten von Röstung. Wenn Sie also einen Servicemitarbeiter haben, der muss heute ganz andere Kenntnisse zum Kaffee haben. So ein ganz einfaches Produkt. Und das ist die ganz große Herausforderung, die wir alleine gar nicht mehr meistern können. Und insofern, denke ich mal, ist das eine Aufgabe, die die ganze Branche betrifft. Wie viel bilden Sie denn aus? Also was ist denn jetzt so ein typischer Lehrgang, der bei Ihnen den Abschluss erwirbt? Und wie viel decken Sie denn dann so ungefähr ab von dem, was der Bedarf der Leipziger Gastronomie ist? Ja, wir decken natürlich bei den Lehrlingen den Bedarf ab, der an Lehrstellen da ist. Wir beschulen ja nur, wir schließen ja nicht die Lehrverträge ab, sondern das machen die Betriebe und wir beschulen im Grunde genommen im Auftrag der Betriebe die Lehrlinge. Ich habe mal 2 Zahlen, seien mir gestattet. Wir haben seit 1990 ungefähr 8.400 Lehrlinge verabschiedet, die also ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben. Ich denke mal, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und wir haben in der gleichen Zeit 2.400 Absolventen in ungefähr an der Hotelfachschule gehabt. Das sind also fast 11.000 Fachkräfte, die entlassen worden sind. Ob die alle noch in der Gastronomie sind, das glaube ich nicht, aber ein Großteil war ja potenziell mal da. Und ich denke mal, das ist auch so eine wichtige Aufgabe, dann diese Mitarbeiter dort zu halten. Ja, weil es gibt natürlich auch Abwanderungstendenzen in andere Bereiche. Haben Sie da eine Weltkarte im Büro, wo so mit Fähnchen markiert ist, wo die hingelangt sind? Ich habe keine Weltkarte, aber unsere Schüler haben das mal gemacht. Ich führe so eine kleine Datei. Wo gehen zum Beispiel unsere Hotelfachschüler hin, wenn ich das weiß? Also ich würde mal sagen, von ungefähr 40% der Absolventen weiß ich, wo die hingehen. Die sind also wirklich weltweit verstreut. Neuseeland, Australien, Südafrika, USA. Werden dort auch sehr gerne genommen, muss man sagen, wie viele Fachkräfte aus dem deutschsprachigen Raum, die werden in anderen Ländern mit Kusshand genommen, haben dort auch zum Großteil hervorragende Arbeitsbedingungen, werden in der Regel gut bezahlt und das ist natürlich dann auch so ein Antrieb, dort mal hinzugehen. Es gibt auch viele, die wieder zurückkommen nach einer gewissen Zeit von Jahren, aber haben dann natürlich auch mal die Welt gesehen. Bei Lehrlingen ist, das kann ich nicht so nachvollziehen, aber da gibt es auch einige, die weggehen und ich denke mal, man muss auch sehen, man lernt wahrscheinlich auch nur viel und kann diese Vielfalt bedienen, wenn man auch ein bisschen von der Welt gesehen hat. Also wenn jemand hier gelernt hat und bleibt dann 50 Jahre in Leipzig, das ist natürlich schön für den Betrieb vielleicht, ja, aber für die Kenntnisse ist das nicht unbedingt das Ideale. Wir müssen uns also auch daran gewöhnen, dass Mitarbeiter aus anderen Bereichen wieder herkommen müssen, dass es eine gewisse Rotation gibt und dass man den Fachkräften auch die Möglichkeit gibt, sich die erforderlichen Kenntnisse anzueignen. Gut,
Herr Rätsch, das Finale unserer Runde hier oben. Wie schaut die Entwicklung aus? Wie ist der Stand der Leipziger Gastronomie, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen touristischen Destinationen? Und wo würden Sie sich jetzt einen weiteren Fortschritt sehr wünschen? Naja, ganz konkret ist es natürlich so, viele Sachen sind auch schon gesagt, dass diese Vielfalt da ist, dass der Gastronom das nicht ganz einfach hat mit Arbeitskräften, mit den Dingen, die sich Gäste wünschen, die sich Touristen wünschen. Also es ist eine große Vielfalt, ein großer Anspruch, was jeder in seinen einzelnen Läden da jeden Tag quasi leisten muss. Und ganz am Anfang war ja quasi die Frage, was sind wir? Und egal, ob wir Musik, Messe, Stadt, Sportstadt und so weiter sind, die Universität nicht zu vergessen, überall brauchen wir Gastronomie, Hotellerie auch, darüber reden wir heute nicht. Und auch die Institutionen haben natürlich den Anspruch, neben den Dingen, die sie anbieten, dass die Gäste und auch die Einheimischen gut versorgt sind. Das heißt, Qualität steht ganz oben. Oftmals ist es aber so, dass der Unternehmer und die dazugehörigen Mitarbeiter das natürlich anbieten wollen, ihre Karten entsprechend gestalten. Der Herr Enk hat es vorhin auch schon gesagt, wie er an die Sache rangeht. Aber wir natürlich eine ziemliche Gemengelage haben und dafür sind wir vielleicht auch da zu unterstützen an Betreibern, an Anbietern, die das oder diesen Anspruch eben auch nicht immer erfüllt. Oder erfüllen. Und wenn ich das... Was sind die kritischen Punkte? Mehrsprachigkeit der Speisekarte oder Qualität? Also vieles. Wir hatten gerade am Montag unseren Neujahrsempfang in Dresden und haben Herrn Kretschmer mitgegeben, es sind auch die ganzen bürokratischen Anforderungen, die ein Gastronom hat. Und da kommen wir jetzt gar nicht mal nur auf die Speisen und Getränke, die er anbietet oder vielleicht auch das Bier oder das Brot, was er mittlerweile bäckt und braut, damit die Vielfalt da ist und damit der Gast sich angesprochen fühlt. Aber wenn Sie sich vorstellen, und das zähle ich jetzt nicht auf, dass er vielleicht noch 10 bis 15 bürokratische Dinge ordnen muss, also ordnen, wir hatten dann so 20 Ordner hingestellt, ganz konkret mit Aufschriften, und da hat er sich noch nicht einmal mit einem Gast unterhalten. Ja? Und diese bürokratische Hürde versuchen wir gerade, also versuchen das nicht jetzt gerade, sondern über viele Jahre auch schon, versuchen das ein Stück weit zu harmonisieren, dass man sich eben wirklich um das kümmern kann, was wichtig ist für einen Unternehmer, der ein gastronomisches Objekt betreibt. Und ich sehe natürlich auch die vielen gastronomischen Angebote in den Hotels. Da komme ich jetzt nochmal auf die Hotels, auf die Restaurants, die dort sind. Was hat der Ministerpräsident dazu gesagt? Er will sich einiger Sachen ganz konkret annehmen. Also wir hatten knapp 600 Gäste am Montag in Dresden im Kongresscenter. Und er war da fast 2 Stunden. Und in seiner Rede und in seiner Podiumsdiskussion mit Axel Hübkes und unserem Präsidenten DEHOGA Bundesverband Herrn Zöllig wurden diese ganz konkreten Fragen, die der Branche unter den Nägeln brennen, dort quasi gesagt. Und viele Unternehmer haben Beifall geklatscht und meinen, darum muss sich die Politik mehr kümmern. Also um die Rahmenbedingungen, damit der Gast auch nicht nur guckt und denkt, wo sind denn jetzt die Gastgeber? Ja, der sitzt gerade im Büro und macht gerade seine ganzen Aufzeichnungen. Du kannst wahrscheinlich ein Lied davon singen. Es hat jeder seine Mitarbeiter, die das machen. Erinnern Sie sich bitte an den Auerbachs Keller, wo der einen Tag zugemacht hat und hat gesagt, an dem Tag, so lange brauche ich mindestens, um alle bürokratischen Hürden zu dokumentieren. Also ein bisschen aus Verbandssicht, gestatten Sie mir diesen Bogen zu schlagen, aber nichtsdestotrotz, wir haben viele tolle Angebote. Ich habe es in den letzten vielen Jahren als DEHOGA-Geschäftsführer, aber natürlich auch als Gastronom und als Koch, fast 40 Jahre in der Branche unterwegs, diese Angebote mir angeschaut und bin natürlich auch selber Gast in Leipzig und rede mit vielen Unternehmern, die sich das eine oder andere wünschen. Aber diese Vielfalt nach außen, es ist ja immer wichtig, was kommt außen beim Gast an, was kommt beim Touristen an, etc. Die ist schon toll. Trotzdem, der Markt bereinigt sich, es machen Kneipen zu. Ich will das nicht dramatisieren, so dramatisch ist es nicht konkret. Aber es gibt immer wieder Unternehmer,
oder Gastronom, die denken, eine Kneipe mache ich auf, das wird schon funktionieren, ne? Jeder Wirt kann Wirt werden, so ist es eben nicht. Die machen wieder zu und zu uns kommen sie manchmal dann, wenn der Frack brennt, wenn der Zoll da war, wenn die Hygiene da war, solche Geschichten. Wir versuchen dann zu helfen, aber die Vielfalt hinter den Kulissen und die Hürden sind natürlich auch recht groß. Herr Rätsch, mal Hand aufs Herz, Sie haben es von der Pike auf gelernt, genau wie Herr Enk. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen können, würden Sie heute noch mal anfangen in der Gastronomie? Definitiv ja. Also ich bin ja eigentlich ein Hotelkind, also jemand, der in der Hotellerie Koch gelernt hat. Ich musste vor 12 Jahren, als ich zum DEHOGA kam, natürlich auch erstmal auf die Gastronomen zugehen und die auf uns. Bei den Hoteliers ist es nochmal, also die sprechen einfach nochmal eine andere Sprache, das ist einfach so. Aber auf jeden Fall, es ist die schönste, der schönste Beruf der Welt. Und wenn ich zum Dr. Kausch gucke, du weißt das, irgendwann mal war auch ich ein Kind der damaligen Hotelfachschule. Und du kannst mit dem Beruf, aber auch mit dem Studium als Betriebswirt in der ganzen Welt arbeiten. Also es kann jeder, der sich dieser Branche verschreibt und die Dinge ernst nimmt, in Dubai Hoteldirektor werden. Das geht, oder Hausdame. Einige kenne ich. Im 107. Stock. Zum Beispiel, genau. Cool. Also, es ist eine tolle Branche, aber es ist nicht einfach. Aber was ist heute schon einfach? Also, wir einigen uns darauf, dass wir hier oben Vertreter der schönsten Berufe der Welt haben. Nicht nur des schönsten Berufs. Bleiben Sie am Mikro. Es ergibt sich aus all dem, was Sie gesagt haben, Sie würden es gerne wieder machen. Und Ihrer Einleitungskurve, wie schwierig die Rahmenbedingungen sind, natürlich eine Frage, wie groß ist denn dann noch der Spielraum? Also wirklich, dass man den Kopf frei hat, kreativ sein kann, seine Nische nicht nur finden, sondern ausbauen, festigen, verteidigen kann. Wie läuft denn das? Naja, man muss gut organisiert sein. Man muss gute Partner haben, man muss gute Mitarbeiter haben. Und das Erste ist nicht, dass ich viele Gäste habe, das sicherlich auch, Kundenbindung, ne, das haben wir ja alle gelernt. Wie mache ich das? Mit Karten, mit Stempeln, keine Ahnung. Also Ahnung schon, aber das Wichtige ist Mitarbeiterbindung. Wie werte ich oder wie bewerte ich die Arbeit meiner Mitarbeiter, wie gehe ich mit denen um? Und es gibt einige Läden hier in Leipzig, die haben Mitarbeiter, die bleiben, weil sie eben ordentlich behandelt werden, ordentlich bezahlt werden. Die Bezahlung steht nicht an erster Stelle. Aber wie behandle ich meine Mitarbeiter, was mache ich mit denen? Inwieweit kann ich sie, ohne dass sie Mitunternehmer sind, aber an das Unternehmen binden und am Unternehmen beteiligen? Da gibt es genügend Möglichkeiten und das gebe ich wirklich jedem mit auf den Weg, der an erster Stelle klagt, na, wir finden keine Mitarbeiter. Sicherlich, es gibt nicht genügend Dienstleister, die mit dem Wort Dienstleister und Dienen etwas anfangen können, aber es ist in erster Linie jedem Unternehmer geraten, entsprechend eine gewisse Wertschätzung dem Mitarbeiter zu geben und vielleicht, dass der ein oder andere Gast die Wertschätzung des Unternehmers oder dessen, von dem er bedient wird, auch eine gewisse Wertschätzung gibt. Also sonst müssen wir uns irgendwann unsere Speisen und Getränke generell selber holen. Also abholen vom Tresen. Oder von Lieferanten bringen lassen. Oder das. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Gut, das war erstmal klar. Schönen Dank. Wer sich einklinken will, bitte klare Wortmeldung. Ja, wo haben wir das Mikro? Bitte. Achso, Kerstin, Sie schauen sich aus. Entschuldigung. Ja, schönen guten Tag. Ich bin die erwähnte Kerstin Decker von der Leipziger Volkszeitung und habe schon viele Jahre auch über Gastronomie geschrieben, aber ich habe sehr, sehr lange nicht mehr geschrieben, dass ein gut bürgerliches Restaurant mal neu in Leipzig eröffnet. Vielleicht ist es mir durch die Lappen gegangen, aber ich sehe immer nur Burgerketten und so. Ist das so ein Trend, dass man sagen muss, in 10 Jahren werden die gut bürgerlichen Speiselokale sozusagen in der Minderheit oder sehr exotisch und selten sein und es kommen eigentlich nur Burgerkette XYZ dazu oder ist das nur so eine Wahrnehmung von mir? Petra Mewis beobachtet, die Szene fängt an, anschließend Tolm Rätsch. Naja, das ist schon so. Es liegt
Zum einen, es hat verschiedene Ursachen. Die Beobachtung ist auf jeden Fall zutreffend. Zum einen liegt es daran, die Gäste möchten natürlich, wenn sie in ein Restaurant gehen, überrascht werden. Und da denken viele, naja, so dieses gut bürgerliche, sächsische, das kenne ich schon. Ja, machen zwar vieles nicht zu Hause selber, aber die möchten halt was Neues erleben. Und da kommt das immer gut an, wenn man halt sich eine Speisekarte ausdenkt, die nicht alltäglich ist und die vor allen Dingen Sachen bietet, die man nicht zu Hause machen kann. Wir hatten vor Jahren, ja, da haben viele Vietnamesen, die in der Stadt leben, nur mal, um mal konkret zu werden, die haben gedacht, die Leipziger möchten lieber zum Chinesen gehen. Und die haben dann irgendwelche teilweise sehr beliebigen asiatischen Lokale aufgemacht. Inzwischen ist da aber eine neue Generation an auch an Betreibern herangewachsen. Also die Nachfolger der Vietnamesen, die mal hierher gekommen sind, die bekennen sich jetzt dazu, wir machen vietnamesische Küche. Es rollt momentan eine Welle wirklich von vietnamesischen Lokalen über Leipzig. Also man kommt teilweise kaum nach, die zu besprechen und zu besuchen. Neue Qualitätsstufe? Ja, in einer, eben genau das wollte ich sagen, in einer neuen Qualitätsstufe. Und da ist es natürlich schön, wenn die Gäste auch das honorieren und neugierig bleiben. Und da fällt natürlich so diese sächsisch-gutbürgerliche Küche in ihrer ganz traditionellen Art ein bisschen hinten runter. Es sei denn, man überlegt sich halt, wie man die neu interpretieren kann. Das ist immer so leicht gesagt, aber es ist halt momentan, sind die Leute auch ein bisschen satt und überlegen sehr, sehr, sehr genau, wofür sie ihr Geld in der Gastronomie ausgeben. Und da kommen halt Lokale gut an, die überraschen, sage ich mal so. So, ganz kurz die Verbandssicht von Herrn Rätsch, dann der Enk, dann die nächste Frage bitte. Ja, Kerstin, stimmt natürlich, es sind so gut wie keine, die ausschließlich deutsche bodenständische Küche, bodenständische Küche schon, da macht es die Mischung. Die Burgerläden, das sind mehr so, ja, wenn sie es gut machen, so Läden, die auch so ein bisschen Entertainment anbieten. Die jungen Leute, die Studenten und so weiter wollen das, teilweise auch die älteren Herrschaften. Aber wenn ich hier in die Reihen gucke, ob wir jetzt einen Ratskeller haben oder einen Thüringer Hof oder das Gasthaus, das selbst Bier braut, dort gibt es schon bürgerliche Küche. Die Gäste können das raussuchen. Und ich weiß nicht, ob es fehlt oder nicht fehlt, aber so geöffnet oder Neueröffnung kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Aber es macht auch teilweise auf den Speisekarten vielleicht die Mischung, dass der eine oder andere eben die sächsische Roulade doch anbietet und den sächsischen Sauerbraten, aber weiß genau, dass er wahrscheinlich nur mit solchen deftigen Gerichten, mit solchen bodenständischen Sachen sein Geld heute nicht mehr verdienen kann. Du wolltest, ne? Ja, ich sehe es genau andersrum. Ich denke, dass es eine absolut berechtigte Frage ist. Ich denke selber da sehr oft drüber nach, weil ich auch immer wieder verführt bin, wenn irgendwo eine tolle Immobilie frei wird. Das passiert ja oft genug. Denke ich immer, Mensch, das wäre jetzt dein Brauhaus, dein rustikales Träumchen, was ich so im Hinterkopf habe, zu dem ich mich aber nicht so richtig entschließen kann oder mich nicht so richtig traue. Und es ist eigentlich ein ganz einfacher Aspekt, der da dahinter steckt. Es gibt erstens den Zuwachs an dieser Gastronomie, die auch gut ankommt, egal wie sie jetzt vielleicht durchdekliniert ist in jeglicher Abteilung. Aber wenn wir jetzt an die Eröffnung vom Augustiner denken, haben wir ein Riesenlokal dazu bekommen, wo es um Bier und Haxe geht und das auch einen entsprechenden Zuspruch hat. Und ich selber auch bin immer... Durchaus, ja. Und ich sehe selber auch die Entwicklung nach dem, ich bin in einer kleinen Skatrunde alle 2-3 Monate im Bayerischen Bahnhof, da finden wir den Vierertisch nicht, wenn der nicht bestellt ist, mitten in der Woche. Also es ist schon einfach dieses, Rustikalität ist nichts, was der Markt ablehnt, Eingangsfrage, sondern es ist auf alle Fälle was, wo der Gastronom wahrscheinlich auch ein Problem hat, da konsequent zuzustehen. Und es ist ganz einfach, der Dry-Age-Burger mit Pickle, Zip, Chip, Snip und Clip, ja, den für 15,80 Euro mit Sweet Potato Chips und Double Sour Cream zu verkaufen, ist eben wirklich
deutlich einfacher als eine Kohlroulade für 15 Euro. Und die Kohlroulade muss 15 Euro kosten inzwischen, beziehungsweise gibt es Umstände, wo das gerechtfertigt ist, dass sie 15 Euro kostet. Ich kenne auch Lokale, die deutlich einfacher und nicht in der Innenstadt aufgestellt sind, wo auch ich gerne eine Kohlroulade für 7,90 Euro esse. Aber im Prinzip ist das einfach auch wirklich eine Sache, wo wir vielleicht dem Kunden, den Gästen mehr zutrauen müssen, auch mehr Konfrontation mit der Realität, dass also um diese Form von Gastronomie auch wieder einfach selbstbewusst und ideenreich nach vorne zu bringen, dass man da einfach auch sagen kann, die Vergleichbarkeit, was hat denn was Königsberger Klöpse für 13,50? Ja, durchaus. Ne? Und ich denke, da hat's ein bisschen eine Scheu da. Und heißen natürlich die noch so Trend. Oder sind das jetzt Kaliningrader Klöpse im Political Correctness? Bei mir heißen sie noch Königsberger Klöpse. Ja. Gut, danke. Nächste Frage bitte. Herr Hübkes. Ja, schönen guten Morgen. Also Herr Enk, ich bin Ihnen erstmal sehr dankbar. Sie geben wirklich Steilvorlagen auch für die Branche. Fakt ist nämlich, und das haben Sie gerade gesagt, man kann sich nicht entschließen, so etwas zu machen, weil Sie werden im Vorhinein so überhaupt etwas zu planen, jede Menge Geld in die Hand nehmen müssen. Sie werden für so ein Lokal auch jedwede Quadratmeter benötigen, weil hier sprechen Sie nicht nur 10 oder 20 Gäste an, die reinkommen sollen, anders wie manche Szenekneipen. Dementsprechend müssen Sie hier in Wahnsinnsvorlagen gehen. Und wir wissen auch, gut bürgerlich, das ist ein weiträumiger Begriff, der auch gerne von Quereinsteigern bunt interpretiert wird. Ich glaube, und da bin ich Ihnen auch dankbar, der Hinweis, dass wir unsere Gäste auch dazu aufrufen müssen, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen, sondern eben auch zu wissen, dass eben bei einem Tee, den ich bestelle, nicht der Teebeutel von Aldi geholt wird, sondern dass da auch die Kosten dahinter stehen, dass ich in Vorlage gehe, mich teilweise hochverschulde, ehe ich überhaupt den ersten Euro Umsatz mache. Bis hin dahin, dass ich nicht weiß, ob mein Pachtvertrag, den ich 10 oder 20 Jahre habe, überhaupt mein gastronomisches Unternehmen als hip darstellen lässt. Ich möchte gerade, weil die Frau Mewes auch kurz darauf eingegangen ist und die Frage auch gestellt hat, nochmal daran erinnern, wir hatten in den 90er Jahren so eine ganz hippe Gastronomie. Das war Pflaumenbaum, Zungenkuss. Da war dann nachts um 12 wurde damit Lametta geschmissen und dann gab es da so einen Karnevalsumzug mitten in der Gastronomie. Das fanden die Leute 3 Jahre lang wahnsinnig toll und da gab es sogar ein Franchise-System. Die Leute haben sich teilweise hoch verschuldet und nach 3 Jahren wurden es dann Spielhallen oder ähnliches, weil das Hippe nicht mehr hip war. Und das sehe ich auch in der Gastronomie, das ist auch die Gefahr, dass man mittel- und langfristig planen sollte. Und das auch zu dem Thema Burger. Das Thema Burger begleitet uns ja schon über die Fastfood-Ketten schon seit 2 Jahrzehnten locker. Wir haben jetzt den Dreh, dass man sagt, der Burger, der kann ja hochwertig und von einem Hangrind, was vorher durch die schönsten Wiesen galoppiert ist, das ist dann auch mal schön, aber ob wir da 10 oder 20 Jahre unser Auskommen mit haben als Gastronom, das ist die Herausforderung, verbunden dann auch noch mit den Mitarbeitern, die ja auch alle gut bezahlt werden sollen. Ich weiß nicht, haben Sie die Wortmeldung zurückgezogen, oder? Achso. Achso, gut, bitte. Guten Morgen, ich freue mich hier sein zu können. Und bin bitte mit dem Mikro, damit es alle hören. Ja, vielen Dank. Hörst du mich so nicht? Nein, es sind auch hinter Ihnen welche und das ist dann mal ganz schwierig hier. Ja? Ja, also schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz begeistert von Ihrem Engagement. Das finde ich ganz großartig und wie in die Zukunft gedacht wird und über Solidität nachgedacht wird. Ich bin Schauspielerin und habe auch den schönsten Beruf der Welt. Und ich wünsche mir, dass man diese schönsten Berufe der Welt verknüpft. Ich bin immer auf der Suche nach Partnern für meine literarisch-musikalischen Programme. Ich komme gerade aus Köln. Da habe ich zum x-ten Mal erfolgreich mein Heinrich-Heine-Programm mit Gastronomie veranstaltet, mit einem 3-Gänge-Menü. Das ist ein persönlicher Anlass, weshalb ich hier bin. Ich vertrete die GEDOG Leipzig. Das ist eine Künstlerinnengesellschaft. Und ich bin beauftragt zu verkünden, dass der Isolde-Hamm-Preis zum 12. Mal am 11. Februar im Haus des Buches 19.30 Uhr vergeben wird. Besondere Festveranstaltung. Und ich selbst möchte die Gelegenheit nutzen, auf mein Clara-Schumann-Programm hinzuweisen. 10. März,
Kulisser Schösschen, 15 Uhr. Ich hole eine wunderbare Pianistin aus Bonn hierher. Es wird traumhaft schön. Und Ihnen wünsche ich allen Erfolg für Ihre Vorhaben. Gut. Danke. Das war der Werbeeinschub. Jetzt frage ich mal, Herr Kausch, wunderbar, wenn Sie gleich darauf einsteigen, es versuchen doch einige so den literarisch-musikalischen Abend. Ist das der Renner? Ist das der Hit? Für einige sicher. Ich möchte noch zu dem Begriff gutbürgerlich, weil ich glaube, dass sich viel demonstrieren. Das ist ein Begriff, der sehr breit ist, den man ganz unterschiedlich interpretieren kann, der vielleicht auch einen gewissen, ich sage es mal ganz vorsichtig, leicht ranzigen Beigeschmack bei dem einen oder anderen hat, aber auf der anderen Seite ja auch zeigt, es verändert sich was. Wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, die Ernährungsgewohnheiten verändern sich und das hinterfragt natürlich auch bestimmte Küchen. Wenn ich natürlich heute ganz anders arbeite als vor 20 oder 25 Jahren, da kann ich natürlich nicht 5000 Kilokalorien mit zwei Schweinshaxen reinessen, weil ich das einfach nicht mehr brauche. Das heißt, auch diese hergebrachten Dinge wie gutbürgerliche Küche müssen sich natürlich solchen Essgewohnheiten auch ein bisschen anpassen und das kann man durchaus machen. Und vielleicht sollte man das so ein bisschen breiter sehen. Ich sehe das wirklich auch so ein bisschen wie Herr Enk. Vielleicht steht nicht mehr auf jedem Restaurant gutbürgerlich oben drüber, aber es gibt viele Restaurants, die de facto eine moderne, leichte, eigentlich gutbürgerliche Küche machen. Manche bezeichnen das als Fine Dining, aber das sind ja oft solche Dinge, die als eigentlich traditionellen Dingen übernommen werden. Und das ist eigentlich so das, was ich heute auch unter moderner Marktanpassung verstehe. Und das Zweite ist natürlich immer dieser gewisse Widerspruch. Wir sagen auf der einen Seite, der Markt regelt alles. Wenn er es dann aber so regelt, dass uns nicht passt, dann sind wir auch nicht zufrieden. Also das geht natürlich nicht. Wenn der Markt wirklich das regelt, dann müssen wir natürlich auch akzeptieren, dass es in bestimmte Richtungen geht. Und das sind eben auch Ursachen, die liegen gar nicht mal so sehr in der Gastronomie drin, sondern haben mit der Veränderung in der Arbeitswelt, mit der Veränderung im Essverhalten. Wir haben heute andere ethische Dinge, wenn ich sehe, dieser Begriff Regionalität, Bio, da steckt ja auch eine bestimmte Werteskala bei den Kunden dahinter, die heute andere Anforderungen an die Gastronomie setzen und sagen, wir möchten regionale Produkte, wir möchten Bioprodukte, wir möchten Produkte, die wir kennen. Und das verändert natürlich mit und darauf muss sich die Gastronomie einstellen. Aber Herr Kausch, der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, wie verhält sich das eigentlich, wenn man jetzt den Einzelhandel mit der Gastronomie vergleicht in Richtung Bio, ethisch erzeugt, regional erzeugt und so weiter? Wir kennen da alle die Umfrageergebnisse. Willst du das? Ja, 80%. Bist du bereit dafür zu bezahlen? 20%. Ist es in der Gastronomie ganz genauso? Ich denke mal, es gibt da noch einen gewissen Unterschied zwischen Einzelhandel und Gastronomie. Der Einzelhandel hat ja auch mal ganz unten angefangen mit dem, wenn man heute guckt, selbst bei den Discountern, Supermärkten haben sie heute ungefähr zwischen 8% und 10% Umsatzanteil mit Bioprodukten, regionalen Produkten. Das mag wenig klingen, wenn ich aber die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel ansehe, sind das natürlich gewaltige Milliardensummen. Ich denke mal, die Gastronomie hat es ein bisschen schwerer, weil sie diese Entwicklung auch ein bisschen nachholt nach dem Einzelhandel. Und sie muss vielleicht auch stärker genau diese Produkte und diese Anforderungen, die dahinter sind, verkaufen. Ich glaube ja generell, dass die Gastronomie sich in vielen Bereichen Gedanken über ihre Preispolitik machen muss. Das hängt zum Beispiel, wir sprechen auch über Mitarbeiter, wenn ich Mitarbeiter ordentlich bezahlen will, dann brauche ich auch ein entsprechendes Preisniveau, um das zu können. Und ich muss natürlich beim Kunden auch dieses Bewusstsein wecken und das muss die Gastronomie natürlich genauso wie der Einzelhandel. Und dann wird sicher die Akzeptanz auch steigen. Das ist natürlich aber keine Sache von 1-2 Jahren, das ist ein Prozess. Gut, jetzt gleich mal noch zu Ihren Nachbarn, weil da ja aus meiner Sicht, Sie werden es uns erklären, was Neues hinzukommt. Dieses Kochkunstfest Leipzig, Staccato, ohne Zwischenstriche nicht durchgekommen, sondern vier Begriffe, die Sie nebeneinander stellen. Was ist das Neue, Herr Brehler? So neu ist es gar nicht. Irgendwie das Kochkunstfest haben wir schon zweimal veranstaltet. Ist zwar schon ein bisschen her, weil es eine unglaublich anstrengende Veranstaltung ist und jetzt auch irgendwie, wenn man es nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen machen würde, irgendwie was weiß ich, bräuchte man es nicht zu tun. Aber es ist natürlich eine Veranstaltung, an der wir an einem Abend mit verschiedenen Leipziger Köchen, eigentlich auch fast alle so aus dem individuellen Bereich, also jetzt hier nicht irgendwie aus der Systemgastronomie oder von Hotels, sich darstellen. Jeder präsentiert einen Gang zum Probieren und die Leute können sich quasi an dem Abend durch ein 15-gängiges Menü durchkosten. So, ist das jetzt an einer Stelle in einem großen Zelt, in einer großen Gaststätte?
einer Location. Also wie gesagt, wir planen das dieses Jahr für den 11. April im Werk 2. Die Locations sollen halt ein bisschen außergewöhnlich sein. Also da, wo jetzt vielleicht, wo man jetzt normalerweise jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein Event erwartet. Irgendwie. Es soll natürlich auch sehr hochwertig sein, was die Ausstellung angeht. In diesem Jahr ist das Besondere, dass wir wirklich eine sehr starke regionale, saisonale und nachhaltige Ausrichtung haben. Also das bedeutet irgendwie, weil wir es ja vorhin noch angesprochen hatten, hier mit der Regionalität, ist natürlich ein Thema irgendwie, das nachgefragt wird. Ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass wir hier ja jetzt nicht nur irgendwie die Nachfrageproblematik haben, gerade was so bioregional angeht. Es ist ja auch so, wir haben ja hier so in Leipzig halt auch ein bisschen Probleme, oder viele Gastronomen sagen halt, ne, sie würden ja gern viel mehr regional anbieten, nur sie bekommen halt kaum was ran, weil halt verschiedene Sachen, es mangelt an Flächen, viele Flächen sind kontaminiert, um halt, keine Ahnung, Biogemüse anzubauen. Und wir probieren an diesem Abend, dass jeder Koch quasi mit irgendeinem regionalen Anbieter, Erzeuger korrespondiert und die Leute dann quasi auch wirklich direkt bei den Köchen auch wissen, okay, mit welchem regionalen Erzeuger hat der zusammengearbeitet. Also die Zielgruppe ist ein breites, gastronomisch interessiertes Publikum, wie ich Sie verstanden habe. Genau, die halt auch vielleicht auch mal... Oder ist es jetzt so ein Spitzensegment, wo Sie sagen, das sind Leipziger, ja, oder Gäste, die erwarten was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Darum heißt es ja Kochkunstfest und ist natürlich so, dass das natürlich schon alles auch ein bisschen höherwertiger angeboten wird und dass die Leute sich natürlich auch umsorgt fühlen und dass das Ganze natürlich auch von der Ausstattung her, vom Ambiente her halt natürlich ein richtiges Highlight wird und dass sich natürlich auch die Köche natürlich bestmöglich präsentieren, die ja auch einen gewissen Anspruch haben. Also wie gesagt, hier, ich sage jetzt mal, hier ist vom Michaelis Haus bis zum kleinen Rasselbock relativ viel vertreten. Es sind noch bestimmt der eine oder andere Koch dabei, die im Moment vielleicht in der Öffentlichkeit noch gar nicht so wahrgenommen werden. Es soll aber halt natürlich auch nach außen so ein bisschen Zeichen setzen, was eigentlich gastronomisch in Leipzig angeboten wird, weil ich sehe es eigentlich auch so, dass Leipzig wirklich genügend zu bieten hat, aber wahnsinnig oft wissen es die Leute gar nicht irgendwie, was für tolle Anbieter sie hier eigentlich haben. Ist auch so ein bisschen irgendwie, ich habe es ja auch schon mal der Kerstin Decker am Wochenende erzählt, wo ich mir zum Beispiel bei der Leipziger Volkszeitung ein bisschen mehr wünschen würde, dass auf dieses Genuss- und Restaurantthema auch ein bisschen mehr eingegangen wird und regelmäßig so, weil ich sage ja, das einzige Medium, das ja wirklich sich auch mit diesen Restaurants beschäftigt, ist ja im Moment eigentlich der Kreuzer mit seinem Tag- und Nachtmagazin, das halt irgendwie so, was weiß ich, die 200 besten Restaurants Leipzigs präsentiert und auch journalistisch bearbeitet. Klar, es gibt auch immer mal so das eine oder andere Magazin, wo man sich halt eine Anzeige kaufen kann und dann wird was berichtet. Aber so ein bisschen auch journalistische Auseinandersetzung auch bei den anderen Medien mit dem Thema würde man sich wünschen. Gut, das war das mediale Zwischenspiel. Da muss ich gleich mal einhaken bei Ihrem Kochkunstfest Leipzig. Wann geht denn für Sie das Konzept auf? Wenn 20 Multiplikatoren kommen oder müssen es 1000 Leute sein, die ins Werk 2 gehen, dass das Konzept aufgeht? Irgendwie das Konzept sollte schon so aufgehen, dass man betriebswirtschaftlich nicht noch Geld mitbringen muss. Aber wie viel, die Bude muss wahrscheinlich voll sein, da gehen wir mal einfach davon aus. Völlig richtig. Wie viel sind das? 1000 Gäste, die Sie brauchen? Nein, wir erwarten 500 Leute, das war auch das, was wir bei den letzten Veranstaltungen so ungefähr hatten und damit sind wir auch zufrieden. Es soll ja natürlich auch, sage ich mal, eine Werbeveranstaltung auch schon für die Köche sein, also man will schon ein paar mehr Gäste haben, die halt auch einfach diese Köche an dem Abend kennenlernen. Für die Köche ist es ja auch einfach mal schön, an so einem Abend auch mal direkt am Gast zu sein, meistens in den Restaurants kennen die Leute ja die Köche nicht. Die sind, meistens in irgendwelchen Nebenräumen und in der Küche und am Zaubern. Und da hat man halt auch mal so den direkten Dialog, beziehungsweise auch die Köche durcheinander, miteinander. Es ist eigentlich so eine gewisse, ja, so eine Veranstaltung, ja, wo man halt auch sagen kann, okay, man, ein Abend unter Freunden. Und der Gast, der Besucher darf rantreten an den Herd und darf sozusagen in den Kochtopf
Genau, darf in die Kochtöpfe schauen. Natürlich irgendwie werden verschiedene Sachen auch schon in den eigenen Küchen vorbereitet und die Köche machen dann in so einem Rahmen halt dann nur das Finish. Also man kann ja so verschiedene Dinge jetzt nicht wirklich direkt in so einer Location umsetzen. Aber sie können dann schon wirklich direkt zuschauen und können die Köche auch wirklich fragen, wie denn der Weg jetzt zum Endprodukt war und was man so zu tun hat. Und ja, so ist es eigentlich ein wunderbarer Dialog aus Gästen und den Akteuren. Und jetzt in diesem Jahr kommt halt noch dazu, dass wir halt natürlich auch die Erzeuger der regionalen Produkte zu Gast haben werden. Also, wie viel machen da mit? Es sollte eigentlich wirklich so sein, dass jeder Koch mit einem Erzeuger wirklich direkt zusammen, da wird es bestimmt ein paar Doppelungen geben, aber ich würde mal schätzen so, dass wir wirklich so 8 bis 10 direkte Erzeuger aus der Region da haben, die natürlich auch vorstellen können irgendwie, was sie so anbauen oder was sie so machen oder züchten. Also das ist ja aus den verschiedensten Bereichen die Erzeuger gefragt. Ja, und die kann man dann auch wirklich da vor Ort kennenlernen und auch ist ja auch für viele Leute interessant irgendwie, wo bekommt man halt einfach mal irgendwie halt auch regionale Bioprodukte in der Region. Und der Herr Kausch. Herr Kausch. Vielleicht noch ein Wort dazu. Das Problem ist überhaupt nicht neu. Das gibt es schon seit 20, 25 Jahren. Wie kommen Gastronomie und regionale Erzeuger zusammen? Da muss man vielleicht auch über neue Wege nachdenken, wenn der Gastronom glaubt, dass der Region... Nee, ich will besorgen, wenn der regionale Erzeuger glaubt, der Gastronom glaubt, dass der regionale Erzeuger mit 6 Eiern hier nach Leipzig fährt und die dann abliefert, das lohnt sich natürlich für den nicht. Also hier muss man sicher wie so eine Art Einkaufsgemeinschaften, Streckengeschäfte und Ähnliches machen. Da müssen die Erzeuger auf der einen Seite zusammenarbeiten und dann vielleicht auch unterschiedliche Produkte auf einem LKW mal bündeln und den nach Leipzig bringen. Und vielleicht müssen auch die Leipziger Gastronomen oder sollten darüber nachdenken, vielleicht auch gemeinsam einzukaufen, bestimmte Dinge. Also das ist auch eine organisatorische Sache. Ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass wir nicht die potenziellen Erzeuger für solche Produkte haben, sondern das ist ganz offensichtlich ein logistisches Problem und natürlich auch ein gewisses Vermarktungsproblem. Zumal ja gerade vor 14 Tagen im neuen Rathaus die neue regionale Vereinbarung unterschrieben wurde zwischen unserer Stadt und den 4 angrenzenden Gemeinden in Richtung Wurzen, also praktisch Gemarkungsgrenzen. Und die sind natürlich alle agrarisch geprägt. Wie denn sonst? Also wenn das jetzt über Bennewitz meinetwegen geht. Bin ich mal gespannt, wie das ist, weil ausdrücklich ja diese Vermarktungsketten dort eine ganz große Rolle spielen. Herr Bremer, eine Stunde diskutieren wir jetzt über die Leipziger Gastronomie praktisch aus der Gastronomie selber raus, mit vielen Meinungen, mit dem ganzen Spektrum. Der LTM-Chef hat jetzt die Gelegenheit, mal so einen marketingtechnischen Zwischenbilanz zu ziehen, weil es uns ja darum geht, diese Leipziger Gastronomie als touristischen Faktor zu bewerten in unserer heutigen Diskussion. Na, die Frage ist jetzt nicht ganz einfach, aber als ich am Anfang gesagt habe, Leipzig und seine Gastronomie ein touristisches Erlebnis, kann man spontan sagen, ja, ist es. Und ich denke, wir haben halt die Situation, dass wir einen tollen Mix an Gastronomie in der Stadt haben. Und als Besonderheit unsere, ich habe vorhin die Karl-Heine-Straße erwähnt, aber man kann auch die Kali oder das Barfußgässchen oder sonstige Bereiche hier in der Innenstadt, man kann halt auch in den einschlägigen Gastroführern, man kann im Internet auch als Tourist je nach Gusto und Geldbeutel halt seine Plätze finden, wo man gerne hingeht. Und wir haben halt diesen bunten Mix an typischen Szene-Restaurants, an Bier-Restaurants und an Spitzenrestaurants. Und das ist eben auch aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, wurde es eben gesagt, natürlich gibt es eben auch Restaurants, wo ein klassischer Tourist natürlich neben seinen Ausgaben für Hotel, für Besuche im beispielsweise Zoo, Museen und natürlich auch mal schauen muss, was will und was kann ich mir leisten. Also wenn wir jetzt 2 Sterne oder Sterne-Restaurant als Beispiel aufgeführt haben und hier auch in der Stadt sind die auch im deutschen Vergleich immer noch ein relativ geringes Haushaltseinkommen hat, dann ist natürlich ein Besuch in einem Sterne-Restaurant oder in einem gehobenen Restaurant sowohl für viele Leipziger eine richtige Investition und auch natürlich auch für einen Touristen natürlich wirklich eine Überlegung,
ich da einige hundert Euro jetzt fürs Essen ausgebe, da muss ich dann auch wissen und mich informiert haben, ob es denn wirklich irgendwie die Leistung, die ich da erwarte, auch erreiche oder ob das eine Form der Spitzengastronomie ist, die mir vielleicht gar nicht liegt, weil man vielleicht kein Interesse hat an 10 Stunden geköchelter, keine Ahnung, Edeltomatenessenz, wo dann so ein roter Streifen ist, den man mit einem Gabelzug mal wegwischt. Aber dafür gibt es natürlich dann auch Kunden, die sowas präferieren. Aber wenn man dann da ist und sagt, das möchte ich mir jetzt mal gönnen und hat überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein gastronomisches Angebot ist, dann ist die Enttäuschung natürlich groß. Gut. Da spiele ich mal die Frage an Herrn Enk weiter. Wenn wir jetzt im Jahresverlauf, also im touristischen Jahresverlauf in Leipzig, diese geschätzten, zu Recht hochgeschätzten Großereignisse haben, nehmen wir mal unser Bachfest. Spüren Sie das? Ist das für Sie auch so eine Hochphase, wo Sie sagen, da kriege ich was mit, da habe ich ein Publikum, das ist viel internationaler und da spüre ich auch im Jahr darauf, da hat jemand eine Empfehlung ausgesprochen und ich habe mal Nutzen davon. Ja, da gibt es für den Gastronomen eigentlich einen ganz einfachen Indikator oder eine ganz einfache Statistik, an der er das festmachen kann. Ich weiß gar nicht, Holm, Datenschutz und Reservierungsbuch, geht das eigentlich noch zusammen? Auch da hoffe ich, dass ein Ordner für Herrn Kretschmer dabei war, was uns mit dieser Datenschutzverordnung angetan wurde. Da leben jetzt nicht nur in meinem Unternehmen Stellen davon. Aber genau dieses Reservierungsbuch sagt mir natürlich auch, und ich beobachte das sehr aufmerksam, dass durchaus es so ist, wie es auch Herr Bremer sagte, der Leipziger, der nutzt sehr stark eigentlich die Feiertage, die traditionellen Kirchen- und Familienfeste, schon den besonderen Moment, um in gehobener Gastronomie auch mal einzukehren, auch durchaus in größerer Runde, wenn es ein familiärer Anlass ist. Da ist es vielleicht weniger, zumindest für das ganz breite Segment unserer Gäste, eine Alltagsgastronomie. Aber doch der reguläre Gast, und das würde ich mindestens 50% geben, der für unsere Auslastung mitverantwortlich ist, kommt aus betrieblichen, geschäftlichen Hintergründen, kommt nach Leipzig gereist, aufgrund von Festivitäten, von kulturellen und auch Wirtschaftskongressen oder Medizinkongressen, also alles, was in diesem touristisch beziehungsweise berufstouristischen Umfeld stattfindet, spielt da eine große Rolle. Aber auch, und das ist dann wieder, sind dann wieder die einzelnen Positionen, ich habe mir mal alle Tourismuspreisträger rausgesucht, um hier richtig fit zu sein auf der Bühne der letzten Jahre. Und die haben sie auch fast alle schon gewürdigt. Wie gesagt, die Games Convention, die war zu dem Zeitpunkt sicherlich sehr würdigenswert. Aber die Oper, das Gewandhaus, das Bachfest, all diese ganzen kulturellen Institutionen, selbst RB Leipzig. Wollen Sie uns jetzt sagen, dass ein Gastronom fehlt bei der Tourismuspreis? Sie haben es selbst gemerkt, ja. Aber vielleicht die DEHOGA. Sind unabhängige Vorschläge, jeder kann sich daran beteiligen. Gut, wir speichern das mal ab. Ich schließe den Bogen schnell und gebe das Mikro weiter. Es gibt wirklich Individualtourismus, der mir echt auffällt. Also Pärchen, die einen Gewandhausbesuch oder irgendein besonderes Ereignis sich rauspicken, die auch die wachsende Hotelvielfalt nutzen, die auch durchaus sich was leisten können oder auch im Ruhestand sich was leisten können und wollen und die auf Leipzig aufmerksam geworden sind und einfach wirklich Interesse auch durch gute Pressearbeit, denke ich mal, nach außen von Leipzig heraus kommen. Also ich habe das bei uns im Max Enk wirklich gemerkt, mit jedem Betriebsjahr, wo wir auch in bestimmten Führern und in bestimmten medialen Ereignissen auch überregional vertretener waren, gingen die Reihen höher und hat man auf einmal Freitagnachmittag ein Pärchen sitzen, wo man weiß, die sind gerade vom Bahnhof angekommen und fangen an, sehr ausgesucht jetzt in Leipzig zu agieren. Gut. So, jetzt haben wir zwei Wortmeldungen. Die Marlies Heinz kriegt zuerst das Mikro. Bitte hier rüber, ja. Ja, es war vorhin zum Einstieg mehrmals von dem Wort Dynamik die Rede. Also sagen wir mal, kommen und gehen, neu anfangen und aufgeben. Gibt es da eine Leipziger Spezifik? Das heißt, gibt es in Leipzig besonders viel kommen und gehen, verglichen mit anderen ähnlichen Städten? Und
Wenn ja, würde mich auch interessieren, was ist denn das größte Damoklesschwert, was über einem Wirt schwebt hier in Leipzig? Woran scheitern die meisten? Ist es die Miete? Gibt es was Spezifisches? Petra Mewes sagt was zur Dynamik, Holmrich sagt was zu den Risiken. Ja, die Dynamik. Ich habe das jetzt gerade letztens recherchiert. In Leipzig hält sich die Zahl der Restaurants, Cafés und Kneipen, was wir da alles haben, so ziemlich die Waage. Es gibt manchmal so spektakuläre Schließungen, da fällt das ganz besonders auf, dass da wieder jemand zugemacht hat. Aber im Normalfall rückt hier in der Stadt immer wieder jemand nach. Die Ursachen sind halt vielfältig. Das ist gar nicht immer die große Pleite, die dahinter steckt. Das ist oftmals einfach nur, dass ein Mietvertrag ausläuft und der Betreiber sagt, ich mache jetzt nach 10 Jahren gern noch mal wieder was anderes. Manche Wirte vergessen auch, sich um den Nachwuchs, also um den Nachfolger zu kümmern. Auch dort ist dann erstmal Schluss, ehe dann wieder jemand reingeht. Also wir haben hier in Leipzig eigentlich noch eine ganz luxuriöse Situation fast, würde ich sagen. Viel schlimmer wird das, wenn man in den ländlichen Raum geht, so auch um Leipzig herum schon. Dort ist eine ganz andere Arbeitskräftesituation. Die haben da noch ganz anders zu kämpfen, um auch Fachkräfte dort zu holen. Also so viel zur Dynamik, das ist sehr vielschichtig. Aber wir in Leipzig haben eigentlich noch eine ganz, also eine ziemliche Kontinuität. Also als Zahl der Betriebe, ja? Ja, ja, genau. Ja, gut. Und oftmals liegt es halt auch an der Qualität. Das ist das, was ich oftmals vermisse. Da macht jemand auf mit viel Bohai, kriegt auch viel Vorschusslorbeeren, was mich manchmal so ein bisschen wundert. Und wenn ich dann gucke und mir das ansehe, da fehlt es am Zusammenspiel zwischen Küche und Service. Da fehlt es an einer Qualität, die durchgängig in der Küche ist, sodass man dann bei Empfehlungen schon oftmals ganz vorsichtig sein muss, weil sofort in der Runde jemand sagt, dort, ach je, da hat es mir ja überhaupt nicht gefallen, aus dem und dem Grund. Ja? Also diese Kontinuität, die ist so ein Teil der Dynamik, dass hier viel Wechsel auch ist. So, Herr Rietsch, Risikofaktor, Gastronomie. Also ich würde das erstmal unterstützen, wir haben jetzt keinen Hype, Schließungen, also das gibt es in der Form nicht, nur punktuell, auf Land viel mehr. Und ich habe die Risiken vorhin genannt, sicherlich ist auch nicht jeder so kreativ wie der Herr Enk, sage ich jetzt mal. Es gibt viele kreative Unternehmer, die überlegen, wie komme ich an den Gast ran, wie befriedige ich die Bedürfnisse, wie kann ich meine Umsätze täglich machen. Man braucht ja eine Kontinuität. Und wir haben vorhin von den Highlights gesprochen, die in Leipzig sind, ob Bachfest, WF Gotik, Kongresse etc. Es gibt einige. Aber es gibt eben auch noch einige Tage und Wochen, oder wenn wir jetzt gerade den Januar sehen, da muss der Gastronom schon sehen, wie er über die Runden kommt. Und das ist eine Gemengelage, Arbeitskräfte, alles das, was wir vorhin schon gesagt haben, da muss der Gastronom erstmal die 4 Wochen, den Monat überstehen, seine ganzen Kosten decken und zahlen. Und das ist die Herausforderung, was jeder gastronomische Betrieb hat und jeder gastronomische Unternehmer. Gibt es das verflixte 7. Jahr in der Gastronomie? Naja, meistens enden die Mietverträge nach 5 oder 10 Jahren. Das kann ich so nicht bestätigen. Also das wäre jetzt ein bisschen an Horn herbeigezogen. Nee, gibt es glaube ich nicht. Aber eine gewisse Kontinuität und eine gewisse Ausdauer braucht man schon. Ja, und gute Ideen und gute Gäste. Also die eben auch, und das haben wir vorhin auch schon gesagt, für Qualität und für guten Service bereit sind, keine horrenden Preise, aber gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, einen ordentlichen Preis zu zahlen. Gut, so, das konnten Sie jetzt hier vorne nicht sehen. Eine Wortmeldung war eher als Ihre. Das Mikro bitte erstmal nach hinten. Ich kann Sie jetzt leider hier kaum erkennen. Und Sie sind dann Nummer 2. Ja. Bin ich dran, ja. Ach, Sie haben es schon. Gut, dann bitte. Ja. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Herbert Müllenbrink. Ich bin Geschäftsführer des kleinen Anbieters Leipziger Kulturgenuss. Habe sehr viel mit kulturellen Highlights Leipzigs zu tun, besonders Bachfest und so weiter. Und ich muss erstmal ein großes Kompliment hier an die ganze Runde und auch dann den kompetenten Herrn Heinken richten, dass das Thema ungeheuer wichtig ist, weshalb ich auch sehr gespannt bin hierher zu kommen, weil ich regelmäßig auch komme. Aber dieses Thema brennt, da kann ich ein bisschen mitreden. Und ich wollte 2 Punkte, ich mache es sehr, sehr kurz, aber es sind 2 Punkte, die
eine Tiefe haben. Der erste Punkt ist das ganze Risiko. Entschuldigung, Frau Mewes, aber in Ihren Ausführungen waren, wir haben eine luxuriöse Situation und dann wiederum das Auf und Ab der Einzelnen, das hält sich in der Waage. Also ich beobachte, was die Touristen hier angeht, zunächst einmal Folgendes. Ich habe nur den Sektor Innenstadtring im Auge, weil das derjenige, der hier Leipzig besucht, sei es, ich beziehe mich natürlich auf kulturelle Veranstaltungen, der sicherlich nur an 2-3 Tagen des Aufenthalts interessiert ist und der wird für die Zeit, die ihm viel zu kostbar ist, nicht irgendwo in die Heinkestraße fahren oder vielleicht raus in die Kali, um irgendwie eine besondere Kneipe zu finden. Mir würde da an der Stelle, und das ist die konkrete Empfehlung, würde mir fehlen so eine Art Übersicht. Das heißt also, in Leipzig werde immer gefragt, wenn Leute zum ersten Mal herkommen, wo kann man denn hier schön essen gehen? Und da kommt schon die ganze Frage auf, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich habe dann so 3-4. Also inzwischen ist auch der Herr Enke bei mir sehr aufgefallen. Aber ich muss sagen, und ich teste das auch dann immer selber auch aus und ich sage dann auch, womit man rechnen muss. Aber es ist eine Vielfalt da, das stimmt, aber die Übersicht fehlt trotzdem. Und dann möchte ich noch sagen, ich finde die Unternehmer, die hier im Tourismusgeschäft, besonders in der Gastronomie tätig sind, werden ziemlich alleine gelassen. Das heißt, ich weiß nicht, gibt es da so etwas wie einen zentralen Verband außer DEHOGA, jetzt LTM, aber das sind ja für mich die großen Ansprechpartner, dass sozusagen eben auch solche Unternehmen beraten werden, dass sie rechtliche Hilfe und Unterstützung kriegen, dass sie auch Kredite kriegen und nicht, wie der Herr hier vorne gesagt hat, also wenn ich ein Träumchen habe, von dem Träumchen, wo Herr Henke vorhin gesagt hat, dann muss ich erstmal ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen und das Risiko ist sehr groß. Also unsere Zeit verlangt sowieso in die Zukunft gesehen, die regionale, auch die Nachhaltigkeit in diesem Geschäft. Und das ist ein großes Problem, aber Herr Kausch hat das auch schon angesprochen. Da müssen viele zusammenarbeiten. Und ich denke mal, dass so eine Empfehlung, eine Übersicht, was eine regionale Küche bietet und was man erwarten kann, dass so eine Übersicht vielleicht touristisch ganz spannend und interessant wäre, weil Leipzig hat genug. Das darfst du uns gleich sagen. Ja. Ja, darf ich den zweiten Punkt, das ist vielleicht ein kleiner, einen zweiten Punkt noch haben. Ja. Viele Punkte. Da hat man überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich habe den auch neutral so weitergegeben, wie er bei mir ins Haus flatterte, nämlich es geht um die Citytax. Da ist über noch gar nicht geredet worden. Vielleicht sagen Sie ein Wort dazu. Für mich ist DEHOGA und LTM auch Ansprechpartner für sowas. Ich habe in der Zeitung nur in der LVZ entnommen ein mittelgroßer Artikel darüber, wie objektgebunden die Gelder dafür für die Verbesserung des Tourismus eingesetzt werden sollen. Ich hoffe, dass irgendjemand da noch eine Übersicht über den Stadtkämmerer beziehungsweise eine Verbindung herstellen kann, denn ich habe das nicht den Kunden sozusagen aufgelegt und ich habe gesagt, das ist eine neutrale Forderung der City, der Kommune und das hat er auch zu zahlen. Und es wäre schön, wenn man auch als praktischen Beispiel oder als Vorschlag vielleicht so eine Münze oder so einen Kleber oder was auch immer für die 3 Euro, die man zahlt pro Nacht und pro Übernachtung und pro Gast, dass man dann entsprechend auch sagt, also hier, die Objekte werden von der Stadt objektgebunden gefördert. Das wäre vielleicht noch jemand, wo sich die Verbände einsetzen könnten. Danke. Danke, Petra. Ihre Fragen sind ja jetzt sehr komplex und zweigeteilt. Ich würde gerne auf den ersten Punkt eingehen, dass Sie eine Übersicht vermissen, was so in der Leipziger City an gastronomischen Einrichtungen gibt. Kann ich Ihnen helfen? Sehen Sie doch mal in Leipzig Tag und Nacht. Also schön, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Das ist ein Gastroführer, der einmal im Jahr erscheint. Wir bereiten jetzt die 24. Ausgabe vor und der ist schon auch regional so weit gegliedert, dass man erfährt, welche Lokale sind denn in der City empfehlenswert. Und ich kann aber eigentlich nur bedauern, wenn jemand jetzt wirklich nur in der Leipziger City ist, weil auch außerhalb in den Stadt- und Randbezirken, da gibt es so schöne gastronomische Perlen, die es wirklich lohnt zu entdecken. Und auch diese Gartenkneipen, das ist ein ganz großes Thema. Da sind ganz viele junge Leute gerade dabei, diese Gartenkneipen neu zu entwickeln mit den Kleingärtnern zusammen. Aber nur mal die Übersicht, die finden Sie in Leipzig Tag und Nacht. Einfach mal reinsehen. Das sind 200 Lokale getestet. Gut.
Brauchen wir noch eine andere Beratung außer der Hoga? Das ist ein bisschen peinlich, dass ich den Hoga-Boss frage. Er hat es ja gesagt, es gibt uns, ich habe vorhin auch gesagt, wenn der Frack brennt, kommen die Kollegen. Nein, wir, Spaß beiseite. Es kommen die Kollegen zu Seminaren, ich gehe zur Beratung, bin unterwegs an fast 300 Tagen im Jahr. Das ist schon einen gewissen Anspruch, den wir auch haben, regional und überregional. Es gibt die IHK, also ich will keine Werbung für die IHK machen, aber auch dort gibt es kompetente Ansprechpartner, LTM. Und das sollte genutzt werden. Und, aber rechtzeitig, ja, nicht erst, wenn es quietscht. Ja, rechtzeitig. Ich habe vorhin auch gesagt, wenn der Frack brennt, kommt der Unternehmer und sagt, das Finanzamt war da oder die Hygiene war da. Gern vorher eine gewisse Unternehmensberatung, auch in Richtung Marketingverkauf, kann auch über uns nicht gebucht werden. Das ist auch innerhalb der Mitgliedschaft kostenfrei. Und eben auch mal zu gucken, was macht der andere, ohne das Rad neu zu erfinden. Also diese Veranstaltung auch aufsuchen, um mit uns, aber auch mit den Unternehmern, den Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Wissen Sie, es ist oft so, dass die Unternehmer schon Einzelkämpfer sind. Selbst wenn die einladen haben oder 3 oder 4 oder 5, das sind Einzelkämpfer. Oftmals in der Gastronomie, in der Hotellerie sieht es noch ein bisschen anders aus. Aber das kann ich nur anbieten von meiner Seite aus. Gut, sehr schön. So, angesichts der Zeit bündeln wir das jetzt ganz einfach. Jetzt kommen Sie endlich dran mit Ihrer Frage, anschließend Bernd Görne. Die zwei bringen wir zusammen in der abschließenden Runde unserer Diskussion. Ja, mein Name ist Meisner, ich arbeite für Leipziger Leben als Gästeführer, will mich mit meiner Frage kurz fassen. Mir geht es ums Thema Kaffeebaum. Die Gäste, die von außerhalb kommen, kennen in der Regel zwei Lokalitäten. Auerbachs Keller, Kaffeebaum. Dort gehen wir in der Regel hin, nicht wegen der Gastronomie, sondern aus kulturhistorischer Sicht. Wann wird es weitergehen? Wie sieht der Zeitrahmen zur Wiedereröffnung zum Kaffeebaum aus? Können Sie, dürfen Sie dazu was sagen? Bernd? Ja, ich würde das Stichwort vielleicht gleich von meinem Vorredner aufgreifen. Ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Adresse, die mir so einfällt spontan. Der Wirt sitzt hier, die Gosenschenke. Ich wollte vielleicht noch touristisch Spezialitäten von Leipzig. Leipziger Allerlei, international bekanntes Gericht, das, wie wir wissen, ja nicht eindeutig definiert ist, sondern nach Jahreszeiten regionale Produkte beinhaltet, also regionale Küche verkörpert. Und viele Gaststätten, die das auf der Karte haben, weiß ich nicht, wie viele es im Moment sind, aber oftmals sucht man es vergebens und Gäste der Stadt suchen so etwas. Die Räbchen haben einige natürlich auch. Und die Lerchen, Entschuldigung, die Vogelart fiel mir gerade nicht ein, die nehmen sich viele gerne als Souvenir mit nach Hause. Also ich denke, das ist zum Beispiel etwas, was in der Gastronomie und Tourismus gleichermaßen eine Rolle spielt. Ich habe meine Seminargruppe letztens eingeladen, wir waren in der Gosenschenke, wir haben uns bemüht, eigentlich Stätten des Studiums mal wieder zu besuchen, was so erhalten geblieben ist. Also diese Bezüge zu bestimmten Einrichtungen, zu bestimmten Produkten. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache für den Tourismus. Richtung Kaffeebaum, Ihre Frage kurz aufzugreifen, soweit ich das von den Betreibern, die jetzt quasi ausgeschieden sind, das ist ja geschlossen worden, es gibt einen immensen Investitionsstau, sowohl im Museum als auch in den gastronomischen in der gastronomischen Einrichtung. Das Ganze steht unter Denkmalschutz, also das wird schon noch ein Stück weit dauern, obwohl es natürlich ein Highlight für Leipzig ist, da gebe ich Ihnen recht. Aber da werden die Mühlen erstmal mahlen, bis die Stadt das wieder ausschreibt und vermietet und verpachtet, und dort bedarf es dann auch wieder ein Unternehmer, der Ideen hat und sich an diese Rahmenbedingungen, die nochmal dort gegeben sind, da ein Konzept findet. Das schlägt den Bogen auch zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben heute Stadtrat Hobusch unter uns. Er wird als Wirtschaftsliberaler schon mit darauf achten, dass die Mittel, die über die Gästetaxe reinkommen, dann auch wirklich gezielt eingesetzt werden. Herr Hobusch, Sie nehmen Hausaufgaben mit aus dem Tourismusfrühstück. Mikro bitte. Ja, René Hobusch, guten Morgen. Wenn ich schon mal diese Einladung bekomme, Herr Heinke, hier auch einen Satz zu sagen. Meine Stimme hatte die Gästetaxe nicht, auch die Stimmen der Freien Demokraten im Stadtrat nicht.
Aber sie hatte viele andere Stimmen und im Moment, da ist ein Topf von 7,5 Millionen Euro geplant, die Begehrlichkeiten sind groß und der Streit hat begonnen, wo es auch wirklich konkret eingesetzt wird. Da wird noch verhandelt werden müssen. Aber eine Frage an Holm Rätsch. Sie haben vom Ministerpräsidenten gesprochen, von vielen Problemlagen gesprochen. Was kann denn Stadtpolitik tun? Was kann denn die Verwaltung tun? Ja, ganz konkret, wir haben es natürlich auf die Ebene des THK Sachsen gehoben, um dort zu sehen, was vom Land quasi an besseren Rahmenbedingungen gebracht wird. Und wenn wir jetzt das Thema Gästetaxe aufmachen, da würden wir den Zeitrahmen sprengen. Da gibt es so viele Informationen und so viele Fakten, über die man hier sprechen könnte und müsste. Das würde einfach auch das Thema sicherlich ein bisschen konterkarieren. Aber es gibt ja Hause, Herr Hübkes. Mikro zu Herrn Hübkes, aber was denn? Nur ganz kurz, wir alten Leipziger, wir warten, dass mal unsere Bowlingbahn wieder in Ordnung kommt. Und da war eine wunderschöne Gaststätte. Und der jetzt gerade klatscht, der könnte es doch übernehmen. Dann wissen wir doch wohin mit den 7,5 Millionen, oder? Also für den Anfang. Und dann haben wir ja noch in Leipzig unsere schönen Stadtrundfahrten. Die sind nämlich auch sehr empfehlenswert für die Fremden. Ja, danke, ist alles angekommen. Wir machen jetzt mal die Runde zu. Und zwar nach allem, was wir hier gehört haben, das habe ich so rausgehört oder nehme ich jetzt für mich mit, dass der Geschmack natürlich zu Neuem geht, dass man was ausprobieren will. Es ist aber alles ein bisschen konservativ doch insgesamt, wenn man die Nachfragesituation sich anschaut und sie ist wirtschaftlich limitiert. Also ob das nun eine straffe Decke ist, die wie ein Strich gezogen ist oder eher so eine gläserne Decke, dass wir bestimmte Gerichte einfach nicht mehr verlangt werden kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Die Frage, die nach anderthalb Stunden Diskussion und eifriger Beteiligung ihrerseits sich natürlich stellt, ist, und das gebe ich nochmal an alle mit der Bitte um eine kurze Antwort, was fehlt denn eigentlich in der Leipziger Gastronomie? Und da soll jetzt mal jeder bitte von denen, die hier vorne sitzen, ganz kurz, ohne riesengroße Begründung, ein Stichwort liefern. Petra Mewes. Naja, das ist jetzt ein bisschen überholt, meine Antwort, weil ich habe bis vor kurzem noch ein Restaurant hier vermisst, wo es eigentlich mal nur Süßes gibt oder nur Desserts. Das haben wir aber inzwischen auch auf der Tschocherschen Straße, süßwärts. Gut. Und sowas isst du? Sehr so gerne. Viel Süß? Oh, jetzt bin ich erstaunt. Gut. Herr Kausch. Das gibt es übrigens auch in der Georg-Schumann-Straße, hart und herzlich. Gibt es auch ein Restaurant, was eigentlich nur Desserts hat. Sehr interessant. Mir persönlich fehlt vom Angebotsspektrum nichts. Ich würde mir eins wünschen, dass es Gastronomen, die angefangen haben, und ich glaube, das ist ein bisschen so ein Problem, das Niveau, was sie anfangs anstreben, was sie auch erreicht haben, dann auch immer dauerhaft durchhalten können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Zuverlässigkeit der Nachfrage. Herr Breiler? Also ich glaube auch, für jeden, der zu Besuch nach Leipzig kommt, der wird auch sein gastronomisches und kulinarisches Eckchen finden. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, dass vielleicht die Hamburgerisierung der Innenstadt nicht noch weiter fortschreitet, weil das doch wirklich irgendwie ein bisschen viel ist. Das ist ja schon schimmelpilzartig. Und, ja, aber ansonsten glaube ich auch wirklich irgendwie so, dass wenn man schaut, findet man auch in Leipzig irgendwie seinen Platz. Wir vertrauen auf den Markt. Lösen das ganz Diplom. Herr Enk. Herr Enk, Sie schauen so in die Ferne. Was fehlt in der Leipziger Gastronomie? Das ist ja ein Mikro, aber ich habe ein eigenes. Ja, ich antworte mal nicht als Gast, sondern als Gastronom. Ich wünsche mir, dass wir einen Hafen bekommen, der ähnlich wie Rotterdam gelegen ist. Dass wir jeden Tag nicht frischen, ganz so groß. Jeden Tag aus aller Welt frischen Fisch bekommen können. Dass wir unser Gemüse... Im Lindenauer Hafen. Ja, das überlasse ich Leuten, die da baurechtlich mehr Ahnung haben. Aber ich wünsche mir einfach, dass Leipzig auch vom Handel her, wir hatten ja auch die Regionalwirtschaft angesprochen und, aber ich würde mir auch einfach wünschen, wenn wir beispielsweise mehr italienische, süditalienische Gemüsehändler, ich komme gar nicht ran, es gibt keine. Es gibt vereinzelt
auf dem Leipziger Markt mal einen italienischen Händler, der auch mal so eine runde Aubergine verkauft. Der ist aber tatsächlich aus Sizilien hier hochgefahren. Also das machen sich viele vielleicht gar nicht bewusst, ja, mit einem Lieferwagen. Wir haben da einfach einen Standortnachteil, was unsere Belieferung anbelangt, weil und da wünsche ich mir einfach, dass, und das hat natürlich auch was mit meinen Berufskollegen zu tun, da kann man natürlich auch einen Großhandel oder jemanden, der mit den verschiedenen Großmärkten, jetzt muss man Handelsstrukturen verstehen, das tue ich nicht, aber da kann man natürlich auch ein bisschen Einfluss nehmen. Also ich würde mir wünschen, dass wir auch mehr Artenvielfalt an Basisprodukten, unabhängig der Regionalprodukte, nach Leipzig bekommen, um da auch wirklich viel tiefer in die Qualität zu gehen. Gut, Herr Bremer. Ja, ich denke, angebotsseitig kann ich mich anschließen, findet eigentlich jeder etwas, vielleicht noch ein Fischrestaurant, aber das ist überall in jeder Stadt, glaube ich, schwer, wenn man sich darauf allein konzentriert. Die größte Hürde, und das wäre mein Wunsch, ist dieser Bürokratieabbau. Weil das ist, glaube ich, das Kernproblem in der Gastronomie, dass man eben es auch nicht mehr schafft, flexibel auf Angebot und Nachfrage zu reagieren, dass man Personal flexibel einsetzen kann, auch mal ein paar Stunden mehr, wenn gerade irgendwie die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes voll ist und wenn man die Leute eben auch dringend braucht, dass man mit einem Bein schon als Gastronom immer teilweise im Gefängnis ist, ist vielleicht etwas übertrieben, aber horrende Strafen zu zahlen hat, wenn man vielleicht mal ein paar Sachen als Unternehmer so auslegt, dass es, ich sag mal, praktikabler und marktnäher ist, als sich wirklich manchmal auch aus Unwissenheit in diesen ganzen Bürokratie-Irrgärten verlaufen kann. Das wäre ein Wunsch und ich weiß, dass die DEHOGA und andere daran arbeiten. Und das ist etwas, was der Branche, glaube ich, kann man auch auf die Hotellerie noch weiter bringen, extrem geschadet hat. Und da stehen wir uns leider, wie häufig dann in Deutschland, selber im Weg, dass wir dann teilweise auch erfolgreich geführte kleinere familiäre Unternehmen da abschneiden und die sagen, nee, kann ich keinem mehr zumuten. Auch in der Familie kann das unter den Umständen auch keiner mehr übernehmen. Wir schließen den Laden und es wurde ja erwähnt, in Leipzig, wenn man mal in die Region geht oder wenn man auch in Regionen in Sachsen geht, ob das Sächsische Schweiz ist, Erzgebirge und, da scheint sich ja eine dramatische Entwicklung anzubieten. Da gibt es wirklich dann den Ratschlag, naja, wenn man da auf Wanderung geht, bitte Proviant selber mitnehmen, weil man in erreichbarer Zeit da kein Restaurant mehr findet, wo man mal verweilen kann und wirklich eine Wanderung mit einem leckeren Essen oder einem Bier entsprechend abschließen kann. Herr Ritsch. Das kann ich alles nur unterstreichen, das Überregionale, das Arbeitszeitgesetz, die Rahmenbedingungen, das fehlt, das muss schleunigst geändert werden, die Forderungen vom Bundesverband umgesetzt werden, das fällt uns jetzt vor allen Dingen in den Regionen auf die Füße. Wir müssen nicht nochmal das, was Europa vorgibt, verschärfen, indem wir Tagesarbeitszeiten festlegen. Es würde reichen, eine Flexibilisierung zur Wochenarbeitszeit, damit dann gearbeitet werden kann, wenn Gäste da sind, in Stadt und in Land. An den gastronomischen Angeboten fehlt mir hier in Leipzig nichts. Das spiegeln auch die Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere auch die Gäste wider, was man so hört und liest vor allen Dingen. Eine etwas kontinuierlichere Qualität, das ist, da muss jeder dran arbeiten. Damit kann sich auch jeder vom Markt abheben. Und egal, ob ein Student in den Laden kommt oder ein Ehepaar, was ein bisschen mehr Geld ausgeben will, oder eine Oma, die einen Kaffee trinken will, die das vielleicht auch vermisst, wobei das eine oder andere Kaffee hat jetzt wieder aufgemacht und auch die LVZ hat darüber berichtet. Vielen Dank dafür. Also, es gibt so einige Sachen. Ich denke, wir klagen da auf hohem Niveau, aber es lohnt sich, alle mal drüber zu sprechen. Unser Angebot steht immer, unsere Türen stehen offen. Und wenn wir auch gemeinsam mit LTM und den anderen touristischen Leistungsträgern, für die das wichtig ist, dass es funktioniert, dass die guten Angebote da sind und dass unsere Gäste, Touristen gut versorgt sind, dann kann das nur unser aller Anliegen sein. Prima. Rechts haben gesagt, Europa, 59 Tage vor dem Brexit, vielleicht fehlt ein britisches Restaurant, das uns in dieser Stadt mal deutlich macht, ob es in der britischen Küche was zu entdecken gibt. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Fischrestaurant. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank nochmals für die aktive Beteiligung. Vielen Dank allen, die hier oben so viele Meinungen eingebracht haben. Wir sind wirklich von den Rahmenbedingungen bis hin zum konkreten Produkteinkauf gekommen und haben viel
gezeigt, wie die Gastronomie doch noch einen Schritt voran machen kann, beziehungsweise wie einfach bestimmte einengende Regelungen aufgebrochen werden können, dass sich das weiterentwickelt für die Leipziger und für die Gäste unserer Stadt. Herr Bremer, ich glaube, die touristische Dimension der Leipziger Gastronomie müssen wir nach dieser Diskussion nicht mehr mit einem Fragezeichen versehen, sondern können das Ausrufezeichen setzen, dass wir das wirklich schaffen, einen weiteren Schritt vorangehen. 7% für die Gastronomie, auch ein wichtiger Punkt. Was meinst du jetzt? Die Mehrwertsteuer, gut. Und für die Journalisten, für die freien Journalisten. Danke, Herr Höpkes, dass Sie das nochmal reingebracht haben. Vielen Dank. Wir schließen damit diese Diskussion, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Wir sehen uns Ende April wieder zum 208. Leipziger Tourismusfrühstück. Bis dahin, alles Gute. Lernen Sie die Leipziger Gastronomie kennen. Genießen Sie nochmal das, was verschwindet. Tschüss.